Moin, moin, liebe Leute. Und Gandhi, du und die Bits. Das ist ja fantastisch. Ich hole mir den Pott. Genau, der Pott ist soeben gestiegen. Dank der fantastischen Street Fighter Community haben wir nun einen 20-Euro-Pott für den ersten und einen 10-Euro-Pott für den zweiten. Zusätzlich kriegt der erste Platz eine fantastische Trophäe, die ein Drache mit einem Totenkopf einfach mal ist. Hier unten wird dann noch der Gamer-Name eingraviert. Ja, Mann. Ich denke mal schon, dass das was Geiles ist. Ist auch recht schwer. Also das kann man sich richtig hinstellen. Dann steht da drauf, erster Platz, Batman vs. Sparrow. Okay, dann gucken wir uns mal ganz kurz den Turnierbaum an. An erster Stelle ist Mike VE gegen MK Destroy 95. Danach kommen Revolution gegen Batman vs. Sparrow. Danach Gandalf gegen Multikill. Knight from Hell hat das Freilos bekommen. Er wird selber wahrscheinlich nicht teilnehmen. Das heißt, der Gewinner aus C kommt wahrscheinlich schon direkt ins Winner Final. Ja, ist so. Okay, dann good luck und have fun. Ich wünsche beiden natürlich gleichmäßig Glück. Allerdings würde ich es schon begrüßen, wenn Gandalf Multikill runterhaut. Nein, hier gibt es kein parteiisch sein. Was findest du an diesem blauen Schwächling? Seine Unbefangenheit, sein Rückgrat und seine Entschlossenheit. Romantisches Gefasel. Round one. Fight. So, ich will sowieso die Werbung nochmal rausnehmen. Das ist echt nicht gewollt von mir. Oh, stark abgewehrt. Den Supersprung von Shao Kahn. Erste Runde geht an Multi. Ich bin gespannt, wie ich mich gleich anstelle, weil ich bin echt gut raus. Ich habe zwar ab und zu mal gespielt in letzter Zeit. Ja, aber ich habe auch sehr viele andere Fighting Games gespielt. Erstes Match geht an Multikill. Ach, Mercy! Den habe ich ja auch ganz vergessen. Das ist keine Pflicht, ne? Nur mal schon. Zum. Sag ich vorher lieber einmal. Alle 15 Minuten. Ey, sorry, das ist echt nicht gewollt. Zweites Match, let's go! Hindel. Erste Runde geht an Multi. Stark. Da macht er sich einfach mal kurz
durchsichtig. Ist es das schon? Macht er noch Mercy? Ich kenne ihn doch. Ich kenne ihn doch. Bevor ich die 2 schreibe, muss ich echt warten, bis er wirklich... Begann er vielleicht nochmal eine Chance? Das war's. GG. Ja, da Night from Hell nicht auftaucht, ist Multikill tatsächlich schon noch ein weiter. Der ist schon im Winners Final. Da unten ist ja dann noch ein Freilos offen, also ist Gandalf schon im Losers Quarterfinal. Genau, und als nächstes spielen dann Revo gegen mich. Okay, bin ganz bisschen aufgeregt. Vor allem gegen Kitana. Nicht so meins. Ja, Sticker, die kann ich nicht ausmachen, tatsächlich. Ich bin auch so in den Low Kicks von Street Fighter drin. Dass er macht einen Ausbrecher. Stark. Eins nur für mich. Und mein Herz pocht und bummert. Finisher. Eigentlich ist Mercy geben ja disrespecting. Moin, Mike! Schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's?
Leider hast du Street Fighter verpasst. Da hättest du gut mitmachen können, ey. Da hätten wir deinen Birdie gebraucht. Ah, Ribbo. Stark. Oh mein Gott! Ui! Oh, starkes Spiel, Drevo! Ich dachte, ich hätte es schon. Stark. Eins, eins. Und du musst heute gegen MK Destroy gleich in der ersten Runde ran. Werde zärtlich teabaggen. Ach nö. Aber es gibt auch ein Loser Bracket. Ah! All right. Dann sieht's so jetzt aus. Dann bleiben Kalle und ich jetzt drinnen. Ja, und der Sieger geht ins Winner Final gegen Multikill. So, let's go. Diese oben unten Sachen. Keinen richtigen Anti-Air. Shit. Thank you.
Dann macht dann Mercy. Für MK. Den schnellsten Angriff gesucht. Ich hab nicht viel Zeit, Autsch. Nein. Nein, er macht den Dash nach hinten natürlich. Stark. GG, Kalle! Stark. Einfach stark. Friendship! Stimmt ja, die gab's auch noch. Dann sieht das bisher so aus. Dann spielen jetzt Revolution gegen Moi, The Batman. Danach können wir eigentlich auch gleich, mit gegen Gandalf spielen. Dann machen wir Winner Final, Loser Final, Grand Final. Okay. Revolution, dann aufs weitere. Loser Semi. Winner sind schon im Winner Final. Ja, hier gibt es auch einige Lobby-Probleme. Stark. Einfach stark von mir. Thank you.
Wollen wir mal nicht so sein. Puh. 1-0 für mich. Ey, bei Revolution habe ich aber immer Angst. Wenn erstmal eine Combo sitzt, dann sitzt sie auch bei denen. Ach so, bei dem Crushing Blow. Ja, das habe ich öfter. Das habe ich tatsächlich öfter. Aber nur bei dem. Der war ja auch nicht von Anfang an. Hier ein Break Cancel. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das war da ja nicht von Anfang an. Und das kam ja erst rein. Wahrscheinlich haben die da irgendwas vergessen. Wahrscheinlich muss das immer erst noch berechnet werden. Im Hinterzimmer. So, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, Ed Boon macht gar nichts mehr mit dem Spiel. Der sagt, hat sich erledigt. Keine Ehre, nee. Schöner Crushing Blow. Da ist er ruhig geblieben und hat sich die Runde geholt. Oh! Da gibt es auch noch ein Mercy. G! G! Revolution! Ich sag ja. Ich hab da echt immer Schiss vor. Dass irgendeine fette Kombo von ihm kommt und dann ist vorbei. Ja, ich weiß, dass wir damals auch viele Jade Mirror Matches gemacht haben, aber da habe ich immer den kürzeren gezogen. Deswegen bleibe ich jetzt bei Baraka. Und hoffe einfach auf das Beste.
Nein! Ich wollte ein fettes Comeback machen. Na, Alter, wie schnell kann sich Jade bitte wieder bewegen? Macht Mercy. Was war das denn? Nein! Warum blocke ich nicht einfach? Ich glaube, das ist der erste Sieg für Gandalf. Stark, stark. Glück. Nein! Nein! Aber ja, wir machen so, dass du jetzt die eine Runde dir noch holst. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das mit den Energie aussah, die Verteilung. Aber ich würde mal behaupten, ausgeglichen. Dann geht's weiter. Zweites Match. Gandalf führt 1-0. Let's go. Du brichst aus! Springen darf ich. Muss alles vergessen gegen Jade. Da bin ich zurück. 1-1.
darf nicht danach schlagen. Ich würde sagen, ausbrechen darf ich auch nicht, weil er dann auch mit seinem Crushing Blow kommt. Springen darf ich nicht. Habe ich vergessen. Greifen darf ich nicht. Alter! Ah, hatte ich schon. Nope! Jawoll! Jawoll! GG, Gandalf! Ey, das sah alles schon so aus, als ob du den Sieg nach Hause holst. Oh mein Gott! GG! Dann machen wir nämlich jetzt erstmal das Winner-Final. Nämlich MK Destroy 95 gegen Multi-Kill. Ich bin gespannt. Der Gewinner geht ins Grand-Final. Also, Winner-Final, let's go mit Scarlet gegen... Habe ich richtig geguckt? Shao Kahn, ja. Das reicht nicht. Ich will ihren Tod. Kitana und Jade werden Blut. Die zwei Erzfeinden vom Community Tower. Putz! Ja, zurzeit führt Multi. Aber es hat noch nichts zu bedeuten. Wenn jetzt nochmal so zwei, drei Crushing Blows kommen, sieht das Ganze schon wieder anders aus. Multikill blockt alles einfach. Da kommt irgendwie nichts durch. Aber wie gesagt, drei Siege. Also selbst wenn jetzt Multikill zweimal gewinnt, ist das noch nicht der Sieg. Da ist für Kalle immer noch alles drin. Sehr flink und unterwegs am Multi. Absolut, ey. Der beherrscht Shao Kahn wie kein anderer. Brutal. Auf jeden Fall.
Guck mal, das auch, könnte ein Comeback werden vom MK Destroy. Nein, da holt sich Multikill das erste Match. Starke Runde von beiden. Ich glaube an MK, klar. Bei Fighting Games ist es tatsächlich so, dass ich das alles noch mal ändern kann. Das war gut reagiert. Die Runde sieht diesmal sehr gut aus für MK Destroy. Mal schauen, ob er den Druck halten kann. Das zieht immer noch mal gut was ab. Ja, gerade verstärkt zieht das noch mal ordentlich was ab. Oh. Stark. Oh Mann, die beiden sind völlig zurecht hier im Winner Final. Stark! Schöner Crushing Blow. Big Damage Combo. Vitality. Stark. Kalle. 1-1. Gewechselt hast du jetzt gar nicht, oder? Das ist doch noch genau dasselbe, oder? Starke Kombo. Aber Comeback-Chance. Mit so einem kleinen Kick unten. Oh, da habe ich jetzt echt schon Kalle gesehen in der Runde. Bam. Crushing Blow. Guter zweimal Teleport, auf jeden Fall. Das verwirrt gut, ne? Thank you.
den Sprung einfach mal mit dieser Kugel abgebrochen. Zweiter Sieg für Multi. Okay. Machen, Schädelficker. Round one, fight. So, drittes Match. Let's go. Schauen wir mal, ob der Charakterwechsel was gebracht hat für MK Destroy. Er muss irgendwie gegen Schau ankommen. Brustkorb gebrochen. Okay. Ui, down two daneben gegangen. Warum? Oh, die Ecke. Crushing Blow. Jupp. Sehen wir jetzt noch ein Fatal Blow Combo? Dachte ich mir doch. Ebenbürtiger Fight. Absolut. Also, wie gesagt, beide völlig zu Recht in dem Winner Final drin. Final Round. Fight. Wie schnell er gleich wieder den unten Kick setzen kann. Die Ecke. Oh, Crushing Blow. Kann er ausbrechen? Pixel hat er noch. MK Destroy. Heftige Kombo. Ja, da sagst du was. Kann ich spannend. Nein. Richtig gute Fights. Ui. Es gibt noch ein Mercy. Damit es noch ein bisschen spannender bleibt. Da holt sich MK Destroy einfach den zweiten Sieg. Oh, weia. Heftig, Alter. 2-2. Erste Runde Multi.
Oh. What the freak, ey. Bis zur letzten Runde. Jetzt geht's echt ab. Da fehlen mir auch schon die Worte. Aber ich bin auch schon den ganzen Tag jetzt am Sabbeln, also. So langsam wird es schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin seit fast 10 Stunden online. Jetzt kommt hier nochmal ein Fatal Blow rein. Meine Güte. Fatal Blow könnte ein Comeback werden. Sein. Weiß ich, hat Rain noch sein Fatal Blow? Ja, hat er noch. Ich glaube, da kommt er auch jetzt. Jawohl. Das wird, glaube ich, gewesen sein. GG. War ein starkes Match. War einfach ein super starkes Match, muss man sagen. Bis zur letzten Runde. Was will man mehr? Okay. Gleich wird jemand abgestohlen. Und derjenige wirst du sein. Er hat mir Multi gelehrt. Schreib's mal und stirb, Wanze. Okay, let's go. Oh, missglückt. Come on. Nein! Fucking Käfer!
habe eigentlich drauf gegeiert, dass du von oben kamst, aber... Doch nicht geblockt. Flucht missglückt. Hatte ich schon. Shit. 1-0. Kalle. Na, ah, ein Schmetterling. Round 1. Fight. Overtime. Halt, oder ich schieße. Round 2. Der Overhead in die Combo rein. Eins, eins. Oh, es hat jetzt einmal geklappt, aber klappt es nochmal mit Robo? Ich bin mir unsicher. Cetrion habe ich ja weniger Lust, aber okay. Krieg ich hin. Krieg ich hin. Ach ja, ein Teleport, den braucht Robo noch. Stark geduckt. Suchen. Jede Runde zählt. Oh, da kam der Fail los. Da kommen also Steine von oben, ne? Oh. Hab ich Glück gehabt. Thank you.
Nein! Wo war mein Schild? Schild. Warum trifft er nicht? Treffen, Crushing Blow, tot. Mann! Nein! Na komm, schieß. Mein Gott, mein Herz, ey. Mein Herz. Zwei, eins. Nein, doch nicht Glück. Alter! Knapper geht's nicht! Stimmt, Fluchten war mit Glück letztes Mal. Aber ich glaube, diese Runde reicht's nicht. Diese Runde reicht's nicht. Zwei, zwei. Auch doch noch nicht. Mercy. Ich wusste, dass er drauf geiert. 2-2.
Weiß nicht, ob ich noch eine Runde überlebe. Sieht aus wie Poison Ivy von Batman. Das sollte der Stecher werden. Warum kam mein Schutz nicht rot? Ich bin auch mal sich am Schwitzen, ey. Komm. Nein! Holy moly! Was habe ich getan? Böser Kopf, definitiv. Abbruch ist glücklich. Tja, habe ich nicht gerade wirklich gemacht. Mein Herz. Mein Herz. Oh, ich bin im Grand Final gegen Multikill. Aber. Letztes Match. Good luck und have fun, Multi. Gönn dir den Sieg vom Herzen. Ich hätte es dir genauso gegönnt. Ich habe geschwitzt, also wirklich. Aber Multi gönne ich nichts. Alter.
Ey, ich habe so keine Chance. Aber noch Crushing Blow. Yo, Combo Drop. Dann muss er so kommen. Shit. Mercy, das ist schon nach hinten gegangen heute. Ja, shit. GG. Erster Sieg an Multi. Es ist offiziell. Du stinkst. Es ist unfassbar. Wieso liest der Typ mich wie ein Buch? Kombo wieder gedroppt. Okay, ich bin nicht wirklich mit Jay drin. Autsch! Versuch war es ja wert. Ich glaube, da hätte Kalle eine größere Chance gehabt. Ah, shit! Den hat er auch kommen sehen! Ich bin Batman! Starke Kombo. Letzte Comeback Chance.
Ist das nicht ein Crushing Blow? Warum tue ich das? Warum tue ich das? Flucht missglückt! Flucht missglückt! Ich habe doch gedrückt! Oh, GG! Multikill! Oh, hat er 3-0 gewonnen? GG, hast du völlig verdient. Multi, völlig verdient. Was soll man anderes sagen? Alles andere wäre gelogen. Die Trophy geht... Oh, Kalle kommt mit 500 Bits um die Ecke. Alter Falter, ich danke dir. Vielen lieben Dank. Auf jeden Fall, Multikill, hier wird dein Name noch eingraviert. Das geht an dich. Und dank der Street Fighter Community kriegst du einen 20€ PSN Gutschein. Und der 10€ PSN Gutschein, den ich bekommen würde, gebe ich Kalle. Den kriegt er einfach. Ist schon mal die Anzahlung für das fürs nächste Street Fighter. Oder für die ersten DLCs. Nee. Ja, kriegst du auf jeden Fall. Oh, Leute. Ey, das war ein fantastischer Tag. Also dieser FGC Day, wie ich ihn hier genannt habe, da oben steht's. War fantastisch. Also, schön mal einfach über Fighting Games reden. Ich habe hier Tekken angehabt, Guilty Gear, ein paar Wiederholungen laufen lassen. Ich habe hier ein Street Fighter Turnier gemacht, Mortal Kombat Turnier. Ey, fand ich mega. Sucuk mit Rührei, oh ja. Boah, ich habe heute richtig viel gegessen, ne? Aber ich könnte jetzt auch tatsächlich wieder was essen. Ich muss mal gucken, ob wir noch irgendwas unten haben, was kleines, snackiges. Ja, auf jeden Fall hat es mir mega viel Spaß gemacht. Also, das ganze Event so heute. Haut rein. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.